Morgen. Morgen zusammen. Morgen. Was ist denn das für eine Kamera? Ein teures Ding. Profi-Ausrüstung, oder? Ich denke schon. Im Kofferraum sind noch Fototaschen, Objektive. Die Speicherkarte fehlt. Mhm. Ausländerhaus. Sag mal, ist das frisch? Nee, hier gibt es öfter Proteste. Wegen dem Flüchtlingsheim da drüben. Ist hier nichts irgendwie auch? Verstehe. Morgen, Richard. Franziska, was ist denn mit ihm passiert? Nach Aussehen und Temperatur ist er seit gestern Abend tot. Circa 22 Uhr so, plus minus 3 Stunden. Ein aufgesetzter Nahschuss mit einer Handfeuerwaffe. Der Schuss ist von schräg unten durch den Körper. Am Rücken ist ein Austrittsloch. Gibt's ein Projektil? Nee, nur eine Hülse, 9 mm. Aber wir wissen, wie er heißt. Rüdiger Löss, 25 Jahre, und der Wagen ist auch auf ihn selbst zugelassen. So sitzt er in seinem eigenen Wagen auf dem Beifahrersitz. Das müsst ihr rausfinden. Deine Kollegen, die haben schon Fahrzeugschein, Führerschein, Hausschlüssel, alles, was in der Fototasche war, in Empfang genommen. Hier, guck mal. Das habe ich in seiner Jacke gefunden. Presseausweis. Sieh mal an, dein Mann war Journalist. Ich schätze mal, es ging nicht um die Ausrüstung, sondern um die Speicherkarte. Nicht gerade, Nobel. Hast du die Schlüssel? Ja. Wohnungsschlüssel, Briefkasten. Und der dritte sieht aus wie für so ein Vorhängeschloss. Vielleicht für den Keller? Nee, der Vermieter sagt, die Wohnung ist nicht unterkellert. Der Typ fährt SUV und hat so eine Wohnung. Für seinen Job braucht er ein Auto und eine geile Kamera. Mehr hat ihn anscheinend nicht interessiert. Außer vielleicht Kunst. Hübsch. LK 2004. Rüdi. Naja, muss ihm ja was bedeutet haben, wenn es hier hängt. Ich schau mal, was Rüdi im Kühlschrank hat. Münchner Fußballclub schreibt rote Zahlen. Laufsteg und Intelligenz schließen sich nicht aus. Guck mal, jede Menge Speicherkarten. Vielleicht hilft uns das weiter. Sieht so aus, als ob Löss ziemlich gut im Boulevard- und Lokalgeschäft gewesen ist. Der hat über alles Mögliche berichtet. Vielleicht hat er ja aktuell darüber was gemacht. Baucontainer? Nee. Das ist der sogenannte Heimatcontainer. Darin können Migranten und Asylbewerber ihr Wohnzimmer nachstellen und Gäste einladen. Es ist ein Integrationsprojekt des Künstlers Beng Pak aus Laos. Er ist selbst 1979 als Kind nach Deutschland gekommen. Und wo ist die Verbindung zu Rüdiger Löss? Er hat die Fotos gemacht. Wir denken, das sollte seine nächste Reportage werden. Was Neues. Löss hat in München 3 Studiengänge abgebrochen und danach als Reporter für weiche Themen gearbeitet. Boulevardzeugs. Wie passt dann dieser Container dazu? Ich hätte da was. Löss' Führerschein wurde in Klaipeda, Litauen ausgestellt. Vielleicht hat er sich ja deshalb für das Projekt interessiert. Seine Heimat ist ja praktisch auch ein Stück weit weg. Der Heimatcontainer ist übrigens direkt am Flüchtlingswohnheim neben dem Tatort. Nur diese Fotos wurden alle tagsüber gemacht. Was wollte er gestern Abend noch mal dort? Genau dazu hätte ich ja was. Tja, dann schieß mal los. Laut Schutzpolizeibericht war gestern Abend von 20.30 Uhr bis 22.45 Uhr in der Westendstraße eine Demonstration der rechten Bürgerbewegung Kein schöner Deutschland. Das ist ja die Tatzeit und die Adresse des Wohnheims. Ja. Kein schöner Deutschland hat im letzten Jahr 25 Mal demonstriert und 17 Mal wurde Anzeige wegen Anstiftung zur Gewalt erstattet. Und gestern Abend wurde das Kunstobjekt Heimatcontainer beschädigt. Na also, Löss war da, um das zu fotografieren. Und wenn die Randalierer ihn gesehen haben, dann... Dann wollten sie ihn bestimmt nicht mit den Beweisfotos davonkommen lassen. Genau. Das würde die verschwundene Speicherkarte erklären. Die er offenbar nicht freiwillig rausrücken wollte. Okay, Anna, wir beide fühlen mal den aufgeregten Bürgern auf den Zahn. Ja. Ich schau mir den Container an. Klaipeda. Thank you.
Beng, es hat keinen Sinn, hör auf. Jetzt bleib doch mal ruhig, es war schon viel schlimmer. Es war noch nie so schlimm. Hey, was wir gemacht und erlebt haben, kann nicht kaputt gemacht werden, verstehst du? Das ist hier und hier. Ja, bei dir vielleicht. Aber ich... Nichts, aber ich... Wer schreibt denn hier Anträge für Samira, Kasai und Ahmad, hä? Wer rennt zu den Behörden und tapeziert nachts Stellwände? Du. Beng, wir müssen das unbedingt hinkriegen mit Ahmads Familie. Na also, so gefällst du mir. Ahmad, was ist los? Seit gestern Abend, ich kann nicht mehr sitzen. Ich helfe. Ahmad, wir machen einfach weiter, okay? Schritt für Schritt. Mein Name ist Tom Kupfer von der Kripo München. Ich suche einen Herrn Beng Pak. Ja, das ist mein Mann. Der arbeitet da drinnen. Kommen Sie. Machst du schon mal weiter, bitte? Ja. Beng? Der Herr ist von der Polizei. Hallo. Kupfer, Kripo München. Hallo. Sie bauen wieder auf? Wir lassen uns nicht einschüchtern. Eigentlich müsste man mal Integrationsarbeit mit den Chaoten machen. Während der Protestaktion gestern Abend wurde ein Mann erschossen. Auf dem Parkplatz drüben. Ja. Das haben wir mitgekriegt. Das ist doch dieser junge Typ. Löss. Rüdiger Löss. Er hat ihr Projekt fotografiert. Ja. Vor 3 Tagen erst. Haben Sie ihn auch kennengelernt? Nein. Ich glaube, ich hatte gerade beim AFM zu tun, als er hier war. AFM? Amt für Migration. Ich helfe manchmal den Leuten drüben im Heim. Sie hilft ständig. Und gestern Abend haben Sie ihn da vielleicht gesehen, bevor oder während das hier passiert ist? Wir waren im Wohnheim, als die Randale anfingen. Alle. Aber es ist ein Schuss gefallen. Das haben Sie nicht gehört? Nein, ich weiß nicht. Wir haben uns abgelenkt und geredet. Und bei dem Lärm konnte man sein eigenes Wort kaum verstehen. Normale Wohngegend. Und hier herrscht das Herz des Bürgerprotests. Herr Jakubowski? Ja, der bin ich. Gründer der Gruppe Kein schöner Deutschland? Und außerdem Herausgeber und Geschäftsführer unserer Zeitschrift Ruf des Volkes. Wollen Sie sich etwa engagieren? Erstmal hätten wir ein paar Fragen. Kommen Sie. Wir untersuchen den Tod eines jungen Fotoreporters. Ich habe davon gehört, es ist tragisch. Warum kommen Sie damit zu mir? Er wurde während der Proteste, die Sie organisiert haben, in der Westendstraße ermordet. Moment, Sie behaupten da einen Zusammenhang, den es nicht gibt. Teilnehmer Ihrer Aktion haben das Kunstobjekt Heimatcontainer massiv beschädigt. Eine gewisse Gewaltbereitschaft ist also da. Wundert Sie das? Die Menschen dieses Landes haben Angst. Und wenn man sich nicht beschützt fühlt, dann schützt man sich selbst. Indem man ein Integrationsprojekt von einem Flüchtlingswohnheim angreift? Ist es nicht eigentlich so, dass wir angegriffen werden? Unsere Proteste sollen die Menschen daran erinnern, dass viele der sogenannten Schutzsuchenden in Wirklichkeit allein an unserem Wohlstand interessiert sind. Haben Sie denn persönlich mit den Schutzsuchenden oder Helfern aus dem Wohnheim zu tun? Das brauche ich nicht. Um zu sehen, dass unsere Zivilgesellschaft seit Jahren im Visier von Leuten steht, die ihre eigene Lebensart herbeibomben wollen? Der Tote heißt Rüdiger Löss, war wie gesagt ein Reporter. Er hat sich offensichtlich für das Integrationsprojekt interessiert. Kannten Sie ihn? Ich meine, er war ja immerhin ein Kollege von Ihnen. Es sind viele Kollegen unterwegs, gerade bei solchen Aktionen und Kundgebungen. Bestimmt habe ich ihn schon mal irgendwann gesehen. Zum Beispiel gestern Abend? Gestern Abend, nein. Und ich versichere Ihnen, dass keiner aus unseren Reihen ihm etwas angetan hat. Ach, das ist ja wunderbar. Dann kennen Sie also alle Bürger, die gestern protestiert haben und können uns Ihren Namen geben. Natürlich nicht.
Es waren über 200 Menschen da. Und wir überprüfen selbstverständlich nicht jeden einzelnen Teilnehmer. Wo waren Sie gestern zwischen 20 und 23 Uhr? Demonstrieren. Sie entschuldigen mich. Kennt keinen, legt aber für alle die Hand ans Feuer. Der Mann hört sich gern reden. Mit ein bisschen Distanz hätten wir wahrscheinlich mehr erreicht, Anna. Franziska. Habt ihr eine Minute? Klar. Kaffee? Nee, danke. Für mich auch nicht. Ich schau noch mal alles Sachen durch. Ich wollte auch nur kurz was zu dem Bericht sagen. Okay, dann schieß mal los. Der Nahschuss war tödlich. Beide Herzkammern sind beschädigt, die Lunge ist kollabiert, der junge Mann war sofort tot, eigentlich wie vermutet. Okay, und was ist jetzt daran neu? Ich habe Schmauchspuren an seiner linken Hand gefunden. Was? Löss hat sich selber erschossen? Das denke ich nicht. An seinem linken Unterarm ist ein Hämatom. Es sieht eher so aus, als hätte es einen Kampf gegeben. Wahrscheinlich um die Waffe, mit der er getötet wurde. Ein Kampf mit jemandem auf dem Fahrersitz. Kleipeda. Your time box. Self-storage. Interessant. Kleipeda. Was murmelst du da? Kleipeda, was ist damit? Außer, dass Löster geboren wurde. Kleipeda hieß mal Deutsch Memel. Von 1991 bis 94 wurden im Memelland in Kleipeda deutsche Siedlungen gebaut, um verlorenes Land zurückzuholen. Und was hat das jetzt mit Lüss zu tun? Das weiß ich noch nicht. Wandmann. Okay, danke. Tschüss. Die KTU hat was geschickt. Richard, Tom, kommt ihr mal? Die Speicherkarten, die bei Lösch gefunden wurden, wurden jetzt von der KTU ausgewertet und rübergeschickt. Die wurden vor 3 Tagen gemacht. Vor 3 Tagen hat Lösch den Heimatcontainer fotografiert. Offensichtlich hat er sich da auch für die Leute aus dem Wohnheim interessiert. Der lässt sich wohl nicht gern fotografieren. Gleich mit Messer? Die letzten 3, stell die doch mal nebeneinander. Made in Germany. Den Aufdruck kenne ich. Der Mann war heute Morgen vor dem Wohncontainer. Ein Flüchtling aus dem Wohnheim? Kann schon sein. Er hat mit den Packs zusammengearbeitet. Komm, wir fahren da mal hin. Ich will wissen, was da los war. Ich weiß jetzt auch übrigens, wo der passen könnte. You know this man? Never seen. No. Okay, no. Thank you. Sure. Kennt ihr diesen Mann? Do you know the name of this man? No? No. Never seen. Wir suchen diesen Mann. We are looking for this man. You know him? No. Mm-mm. No? No. Don't know the name. Okay. Der Mann. Kennen Sie den? Schon mal gesehen? No, I cannot. Yeah, come, I help you. Ah, das ist die Frau von dem Künstler. Hallo, Frau Pack. Hallo. Das ist mein Chef, Herr Voss. Hallo. Irma Pack. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe nur leider wirklich nicht viel Zeit. Wir bereiten nämlich gerade Samiras Umzug in eine Wohnung vor. Gut, dann machen wir es kurz. Dieser Mann hier, der war heute früh bei Ihnen, richtig? Und woher kommen denn diese Bilder? Die hat dieser Fotoreporter gemacht, Rüdiger Löss, 2 Tage vor seinem Tod. Wie, der war hier? Also im Wohnheim? Also, wie heißt der Mann und wo finden wir ihn? Das ist Ahmad Samir. Verstehen Sie auch alles? Also, ich bin Lehrer für Deutsch. Universität Damaskus. Gut, umso besser. Dann erklären Sie uns doch mal, was wir hier sehen. Hat Herr Löss diese Fotos von Ihnen gemacht?
Er hat Bewohner im Heim fotografiert. Ohne Erlaubnis. Ahmad, warum hast du nichts davon erzählt? Wie ist er denn überhaupt ins Heim reingekommen? Laut Pressestelle des Amts für Migration wollte Rüdiger Löss das Leben im Wohnheim dokumentieren. Er hatte kein Recht. Er hatte eine Genehmigung. Ich vertraue diesem Mann nicht. Was macht er denn mit diesen Fotos im Internet? Er muss mich auch fragen, wenn er mich fotografiert. Also gut, Sie wollten nicht fotografiert werden. Haben Sie das Herrn Löss gesagt oder sind Sie gleich auf ihn losgegangen? Er hat gesagt, einer wie du hat hier gar nichts zu sagen. Und da haben Sie zum Messer gegriffen? Ich hatte ein Messer, ich wollte einen Apfel schneiden. So ein Springmesser dürfen Sie in Deutschland gar nicht besitzen. Schauen Sie mal. Auf dem Foto hier sieht es aber schon so aus, als hätten Sie ihn bedroht. Ich habe ihn gar nicht berührt. Wo waren Sie gestern Abend? Ich war im Heim. Wir waren alle dort. Zusammen. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ahmad ist weder gewalttätig noch kriminell. Er würde nie irgendetwas tun, das den Nachzug seiner Familie in Gefahr bringt. Seine Frau und seine Kinder hängen seit Monaten in der Türkei fest. Irma hat fast alles geregelt, dass sie in 10 Tagen einreisen dürfen. Heute Morgen war doch auch noch gar nicht die Rede von einem Messer. Ja, das stimmt. Wir nehmen es aber trotzdem mit. Sie bleiben bitte vorerst im Wohnheim. Ein Kollege bringt Sie rüber. Sie kümmern sich sehr um Ahmad. Und jetzt sind Sie enttäuscht, weil er Ihnen den Streit mit Löss verschwiegen hat, stimmt's? Ja, vielleicht. Ja, Anna? Ich glaube, wir haben uns an Löss geirrt. Wieso? Der dritte Schlüssel passt zu einem Lager einer Self-Storage-Firma. Da bin ich jetzt. Und ich habe hier eine Beitrittsurkunde für die deutsche Heimatjugend. Und ein Zeugnis, was ihm eine 1A-völkische Gesinnung bescheinigt. Was? Löss gehörte zur rechten Szene? Danke, Anna. Memel, bis 1939 nördlichste Stadt Deutschlands. Heute Klaipeda in Litauen. Richtig? Richtig. Das ist die Geburtsstadt von Rüdiger Löss. Aber seit seinem 13. Lebensjahr war er immer wieder in Deutschland. Und hier, das Foto, das zeigt ihn bei der deutschen Heimatjugend, kurz DHJ. Die übrigens seit 6 Jahren verboten ist. Ja, aber als sie noch erlaubt war, hat der kleine Rüdiger fleißig an den Ausbildungsstätten und Zeltlagern der DHJ teilgenommen. Nie gehört. Was ist das für ein Verein? Waschechte Altnazis, die das Dritte Reich nie aufgegeben haben. Wollten ihre und angeworbene Kinder auf gesunde Volksgemeinschaft, unabhängiges Deutschland und Lebensbund einschwören. Mit dem Ziel, eine Elite von rassereinen Herrenmenschen aufzuziehen, die der Sache bis zum Tod verpflichtet bleiben. Du meine Güte. Dann war Löss Spruch gegenüber Samir kein Ausrutscher. Im Gegenteil. Er wollte ihn provozieren. Ja, um genau solche Bilder hier zu bekommen. Die Fotos hätten für Samir früher oder später zum Problem werden können, wenn Löss so drauf war. Wenn Samir das geahnt hat, dann hatte er auch einen Grund, Löss die Speicherkarte abzunehmen. Er konnte ja nicht wissen, dass es noch weitere Aufnahmen gibt. Rüdiger Löss war zum Zeitpunkt der Demo vor Ort. Und Ahmad Samir muss ihn gesehen haben. Sein Zimmer geht direkt zum Parkplatz raus. Aber er brauchte eine 9mm Handfeuerwaffe, um Löss zu erschießen. Wo hat er die Pistole her? Hat er die mitgebracht? Das nutzt alles nichts. Wir müssen mehr über die Waffe wissen. Aber das Projektil wird immer noch gesucht. Irma, du kannst daran nichts ändern. Ich weiß. Thank you.
in allen Medien. Die meisten sind neutral, aber die Nachbarschaft zum Wohnheim verschweigt keiner. Ist gleich 9. Die warten oben bestimmt schon. Bis später. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich fass es nicht. Morgen! Ich vergesse immer, dass das jetzt dein Parkplatz ist. Ich nicht. Das ist in diesem Monat schon das 6. Mal, dass sie mit Richard zur Arbeit kommt, Frau Dr. Sommerfeld. Ah ja, das zählt also auch. Bis später. Bis später. Ich habe gerade eine Mail von der Security, die für das Wohnheim zuständig ist, weitergeleitet. Kannst du dir bitte deren Daten ansehen? Ja. Ach, bist schon da? Es gibt Neuigkeiten. Die KTU hat Fingerspuren von Ahmad Samir auf der Motorhaube von Rüdiger Löss SUV gefunden. Was? Kein Zweifel? Er gehört zu 8 Asylbewerbern, die vor 10 Monaten vorübergehend festgenommen wurden. Seitdem ist er im System registriert. Er war tatsächlich am Tatort, Richard. Das ist ein Chaos. Das ist ein totales Chaos. Ja. Die Protokolle sind ein totales Durcheinander. Völlig unklar, nach welchem Muster sich da ein Bewohner an- oder abmeldet oder wann die Security irgendwen registriert. Was hat er denn? Er redet vom Wohnheim. Ein privater Sicherheitsdienst hat am Eingang Protokoll geführt, wer rein und raus geht. Die Firma wollte die Infos gestern aus Datenschutzgründen nicht rausrücken, aber Ahmad Samirs Fingerabdrücke haben das nun geändert. Lenny hat das Protokoll trotz Chaos irgendwas ausgespuckt. Nichts Genaues, also... Ahmad Samir hat das Gebäude vorgestern um 20.40 Uhr verlassen und kam circa 22 Uhr zurück. Guten Morgen, Jungs. Was passiert? Ja, kann man so sagen. Samir? Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hey! Samir ist vorläufig festgenommen. Ahmad ist schwer traumatisiert. Sie dürfen ihn nicht einsperren. Das bin ich auch. Ahmad, hey, ganz ruhig. Sag einfach nichts. Mach auf keinen Fall irgendeine Aussage. Ja? Wir besorgen dir einen Anwalt. Ganz ruhig. Scheiße. Herr Samir, was haben Sie mit der Speicherkarte aus Löss Kamera gemacht? Und wo ist Ihre Waffe? Ich wollte niemals schaden. Ich will ein guter deutscher Bürger sein. In den 1,5 Jahren, die Sie jetzt hier in Deutschland sind,
sind sie mehrfach auffällig geworden. Ja, aber nur friedliche Proteste. Keine Ärger, keine Streit. Nur mit Freunden. Ihre Freunde, das ist eine Gruppe von Männern, die gegen restriktive Asylgesetze und Einschränkungen beim Familiennachzug demonstrieren. Aber das war doch nur ein Trinkenstreik. 3 Tage hat gar nichts verändert. Und was ist mit dem gemütlichen Sit-in vom Amt für Migration, wo sie nicht gezögert haben, 2 Beamte anzugreifen? Meine Frau ist alleine. Mit Jamila. Und Baby Ismail. Sie wohnt im Zelt. Zurück geht nicht. Wir haben kein Haus mehr. Meine Sohn, ich kenne nur von Foto. Und ich sitze hier. Ich soll nichts machen. Aber Irma Pack und ihr Mann, die helfen Ihnen doch. Als Irma und Beng diesen Container gebracht haben. Ich nur heimbleiben, keine Aktionen mehr. Und wieso haben Sie das Heim dann vorgestern Abend verlassen? Das wurde am Eingang registriert. Wie kommen die Fingerabdrücke von Ihnen auf Löss Auto? Sie haben den Fotografen noch einmal gesehen, und zwar vorgestern Abend. Sie brauchten nicht mal Namen und Adresse. Weil Sie vom Wohnheim aus sehen konnten, wie Löss aus seinem Auto gestiegen ist. Der Anwalt für Herrn Samir ist da. Gut. Das wird aber nichts daran ändern, dass wir Sie hier behalten. Ist auch zu Ihrem eigenen Schutz. Sie können sich sicher vorstellen, was jetzt da draußen los ist. Herr Voss, Sie haben einen der Asylbewerber verhaftet wegen Mordes an dem Fotoreporter Rüdiger Löss. Was sagen Sie unseren Lesern dazu? Herr Kommissar, ein kurzes Statement. Die Polizei schützt wie so oft schamlos islamistische Kriminalität. Es war ja nur ein deutsches Opfer. Halten Sie sich zurück, Herr Jakubowski. In Deutschland gilt für jeden Verdächtigen erstmal die Unschuldsvermutung. Sie geben Asylanten einen Freibrief, anstatt zu zeigen, wer in diesem Land der Herr im Haus ist. Das tun Leute wie Sie doch schon, und zwar mehr als genug. Armes Deutschland. Herr Voss, dürfen wir Sie zitieren? Hast du das drauf? Und warum? Wie kann man denn den Zuzug so einfach absagen? Was kann denn die Familie für Amtsverhaftung? Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen, Frau Pack. Man hat das erstmal nur auf Eis gelegt. Dieser Herr Vetter, der mich angerufen hat, der wollte gar nicht, dass ich mit ihm drüber spreche. Ist das ein Johann Vetter? Sie kennt ihn? Der sitzt ziemlich weit oben.
Sie überraschen mich immer wieder, Frau Pack. Frau Pack, Ahmad Sameh hatte letzte Nacht einen Nervenzusammenbruch. Er möchte nur mit Ihnen sprechen. Ich hab's Ihnen gestern gesagt. Ahmad hat Angst in der Zelle. Durch, ja? Noch ein bisschen. Wenn deine Familie kommt, dann bist du wieder draußen. Ich verspreche es dir. Sie versprechen Ihrem Freund eine ganze Menge, finden Sie nicht? Bitte. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Rüdiger Löss hat ihn provoziert. Die Sache im Heim war ein Missverständnis. Oder auch nicht. Wie wir inzwischen wissen, gehörte Rüdiger Löss der rechtsextremen Szene an. Nein. Er war nicht in der Szene. Nicht mehr. Woher wollen Sie das wissen? Er wollte die Seiten wechseln. Ach, ich dachte, Sie kannten den Mann gar nicht. Rüdiger hat vor 3 Tagen auf den AB im Container gesprochen. Ich hab's gelöscht, aber ich habe eine Kopie davon gemacht. Für mich. Können Sie das nochmal abspielen, bitte? Ich habe dich entdeckt bei meiner Reportage über die Flüchtlingsarbeit. Ich brauche deine Hilfe. Ich will mit der braunen Scheiße Schluss machen. Wirklich, ich mein's ernst. So, das müssen Sie jetzt mal erklären. Was meint er mit entdeckt und wieso kommt er auf die Idee, dass Sie ihm helfen könnten? Hm? Ahmad Sameh wird das nicht entlasten. Also, worum geht es hier? Mein Mädchenname ist Krüger. Irma Krüger. Mein Vater ist Robert Krüger. Was? Sie sind die Tochter von Robert Krüger. Du kennst den Mann? Ja. Robert Krüger hat in den 90er Jahren in Ostpreußen in der Nähe von Klaipeda deutsche Dörfer gegründet. Er war einer der führenden Organisatoren der deutschen Heimatjugend. Rüdiger Löss kam aus Ostpreußen und war in der DHJ. Wie Sie? Ich bin in der DHJ geboren. Vor 3 Jahren bin ich untergetaucht. Hat es Ihnen gesagt? Aber Sie wissen nicht, was es bedeutet, so eine Szene zu verlassen. Ja. Ich habe ihr geraten, sich Hilfe zu suchen. Aber Irma wollte endlich mal frei sein. Keine neuen Regeln. Bei uns zu Hause war alles streng reguliert. Bitter ernst. Nicht zu diskutieren. Unterordnung, Gehorsam. Konkurrenzkampf. Nazi-Ideologie. Aber irgendwann habe ich begriffen, dass das alles Wahnsinn ist. Die Schuld der unwürdigen Multikultur. Der überlegene Menschentyp, der mit der Laubsäge an Hakenkreuzen rumbastelt. Und da sind Sie einfach so ausgestiegen? Freunde von mir hatten ein Haus im Visier, das für Asylzecken hergerichtet werden sollte. Aber es war jemand drin, als sie es angezündet haben. Reiner Zufall, dass ich nicht dabei gewesen bin. Das muss schwer für Sie gewesen sein. Von diesen Leuten wegzukommen, ist fast unmöglich. Auch im Kopf. Trotzdem haben Sie ihr vertraut. Irma ist stark. Das beweist sie seit 3 Jahren. War Rüdiger Löss bei der Brandstiftung dabei? Rüdiger ist mit 13 alleine bei uns aufgetaucht. Ein Bekannter aus Klaipeda hatte ihn geschickt. Mein Vater hatte einen totalen Einfluss auf ihn. Deswegen war ich froh, dass er angerufen hatte und raus wollte. Haben Sie ihn zurückgerufen? Ja. Ich habe ihn an eine Aussteigerhilfe verwiesen und behauptet, dass ich nicht die Frau sei, die er sucht. Aber er hat trotzdem gehofft, dass Sie sich mit ihm treffen.
Wenn ich hingegangen wäre, hätten die mich auch erwischt. Wer Sie? Ihre alten Freunde? Oder Ihr Vater? Ich weiß nicht, wer Rüdiger erschossen hat, aber es war auf jeden Fall nicht Ahmad. Verstehen Sie? Wie kommen seine Fingerspuren an das Auto von Rüdiger Löss? Keine Ahnung. Vielleicht bei diesem Fototermin im Heim, vielleicht ist es dabei passiert. Und warum haben Sie uns die ganze Geschichte nicht schon gestern erzählt? Ich verstecke mich schon so lange. Ich habe mich daran gewöhnt zu schweigen. Wahnsinn. Was für eine Geschichte. Tja. Das ist das Anwesen der Krügers hinter Dachau. Dort ist er mit Familie vor 6 Jahren hingezogen und hat einen Reiterhof übernommen. Das ist seine zweite Tochter Agnes. Ach, Oma Pack hat eine Schwester, die noch zu Hause wohnt. Agnes Krüger hat einen Musikversand von rechten Rockbands und führt mit ihrem Vater als Aushängeschild diese Reitschule. Außerdem hält sie Vorträge mit Überschriften wie die Migrantenwaffe und die Frau als Herz des Heimatschutzes. Das ist doch die Frau, die Amaz am Meer gestern vor dem Wohnheim das Bein gestellt hat. Was? Na, das heißt, Emma Pack liegt richtig. Ihr altes Umfeld muss Wind bekommen haben von Löss Ausstieg. Lenny, du organisierst eine Überwachung von Emma Pack. Bewachung, oder? Falls die Familie ihr auf der Spur ist. Ja, genau, aber ich will auch wissen, wenn Emma irgendwas unternimmt. Reiterhof müssen Sie die andere Einfahrt nehmen. Wir wollen gar nicht reiten. Wir wollen mit Ihnen reden. Kripo München. Wir kennen uns doch. Bitte. Schickes T-Shirt. Den kennen wir doch. Und die Signatur. LK. Hat meine Großmutter gemalt. Mensch, Sie interessiert sich für Malerei, Plakatkunst und Musik? Ich helfe meinem Vater. Ich mache die Buchhaltung. Uns haben Sie gestern bei der Festnahme auch geholfen. Warum? Sie waren doch hinter dem Mann her. So wie Sie hinter Rüdiger Löss? Vor 3 Tagen, als er noch lebte? Keine Ahnung, was Sie meinen. Nein. Ich rede von Ihrem Kindheitsfreund Rüdiger, der mal hier gewohnt hat. Früher, ja. Und der auch in der deutschen Heimatjugend war. So wie Sie und Ihre Schwester. Das Mädchen draußen auf dem Gemälde zusammen mit Ihnen. Rüdiger Löss hatte auch ein Gemälde von Ihrer Großmutter. Er gehörte fast zur Familie, oder? Das hätte er gern gehabt, ja. Aber er war doch der Liebling Ihres Vaters. Bis er nicht mehr mitmachen wollte. Ach ja? Und jetzt lebt er nicht mehr. Hat Ihr Vater vielleicht versucht, den verlorenen Sohn mit aller Gewalt heimzuholen? Fragen Sie ihn doch selbst. Polizeivater. Was wollen die hier? Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Mein Vater hat heute seinen 5. Therapiezyklus hinter sich. Er lässt sich vom Krebs nicht unterkriegen. Das geht niemandem was an, Agnes. Was wollen Sie von mir und meiner Tochter? Diese beiden Typen sitzen immer noch im Auto. Jemand beobachtet uns. Willst du mir nicht ein bisschen mehr erzählen? Agnes hat mich gesehen. Hier. Dann verschwinden wir. Jetzt, sofort. Ach ja. Und was ist mit der Polizei? Und mit Ahmad? Du musst diesen Brief für mich im Amt für Migration abgeben. Bei diesem Johann Vetter persönlich. Okay? Bitte. Ich habe noch was zu erledigen, falls ich hier rauskomme. Danke, Peng. Für alles.
jungen Leute gehen alle weg. Ich habe Rediger zum letzten Mal vor 2 Jahren gesehen. Er hatte auf dem Hof keine Perspektive. Er war zu klug. Er war hart und schnell wie jemand anders. Wenn der Staat die Heimatjugend nicht durch das lächerliche Verbot niedergemacht hätte, Rüdiger wäre einer ihrer Führer geworden. Aber so musste er für Boulevardblätter arbeiten, unter seinem Niveau. Auch das hat er gut gemacht. Weil er ein unauffälliges Leben geführt hat, mittendrin, um weiter ungestört an der deutsch-nationalen Sache zu arbeiten. Allerdings gibt es jetzt einen Zeugen, der behauptet, dass Rüdiger seinen Ausstieg geplant hat aus der rechtsextremen Szene. Und wir gehen davon aus, dass Sie davon wussten. Was meinen Sie? Keiner von uns hat an Rüdigers Loyalität gezweifelt. Rüdigers Tod war eine Verschwendung. Nach all den Jahren, in denen ich in ihn investiert habe. Der Lebensbund muss ewig halten, nicht wahr? Aber Rüdiger wollte sie verlassen. Und da haben sie ihn zum Volksverräter erklärt. Ich habe gar nichts. Ich bin krank. Wer hat das Urteil für Sie an Rüdiger Löss vollstreckt? Und warum waren Sie gestern beim Flüchtlingswohnheim? Wegen Rüdigers Tod. Uwe Jakubowski hat mich angerufen. Ich wollte sehen, wo es passiert ist. Sie kennen Jakubowski? Seit letztem Jahr. Vater hat ein Interview für seine Zeitschrift gegeben. Haben Sie auch an der Demonstration teilgenommen? In der Mordnacht? Nein. Ich war bei Vater. Jeden Abend, jede Nacht. Eine Woche lang im Kreiskrankenhaus Dachau. Es gibt dafür Zeugen. Hier hat niemand zum Mord an Rüdiger aufgerufen. Mein Vater braucht seine Ruhe. Krüger ist schwer krank und seine Tochter hat ein wasserdichtes Alibi. Das war ein Schuss in den Ofen. Tja, da haben wir wohl zu simpel gedacht. Ja, vielleicht ist es simpel. Vielleicht musste Krüger gar keinen Auftrag erteilen. Und es war irgendjemand aus der rechten Szene. Ja, Lenny? Annabelle, wichtige Nachricht. Das Projektil wurde gefunden. Es muss mit 150 Metern pro Sekunde aufgetroffen sein, nachdem es den Mann und die Seitenscheibe durchschlagen hat. Wow, warte mal, ich stelle dich mal laut. Und wo ist das Projektil aufgetroffen? An der Graffiti-Wand. Bei aus? Ausländer raus. Ach so. Exakt. Das Projektil und die Hülse vom Tatort passen laut LKA zu einer Handfeuerwaffe Typ Astra 600, Kaliber 9mm, kein Link zum Strafregister. Ja, das wäre ja auch zu schön gewesen. Für diesen Waffentyp führt das zentrale Waffenregister München aber nur genau 17 Inhaber einer Waffenbesitzkarte. Was heißt hier nur? Da sind immerhin noch 17 Klinken, die wir putzen müssen. Bei dieser Gelegenheit ist mir aber ein in Insiderkreisen bekannter Sammler von Wehrmachtsmilitarier aufgefallen. Uwe Jakubowski. Sag das nochmal. Uwe Jakubowski hat Waffenbesitzkarten für eine Mauser C96, eine Walther P38, eine Walther PPK, eine Sauer 38H. Und eine Astra 600? Das wollte ich als nächstes sagen, ja. Gut, danke, Lenny. Das würde Amazer mir entlasten. Jakubowski müsste uns nur noch die Waffe zur Untersuchung aushändigen. Was er nicht tun wird, wenn er sie benutzt hat. Er muss irgendwie von Löss Ausstieg erfahren haben. Wahrscheinlich ist er doch näher an Krüger dran, als Agnes behauptet hat. Und da Krügers Unterstützung braucht, hat er gehandelt. So ein Alibi taugt jedenfalls nicht viel. Die Zeugen sind allesamt Mitdemonstranten, die ihn sicher gerne decken. Amazer, mir geht's besser. Eine Psychologin ist jetzt bei ihm. Gut. Die Spuren beweisen immer noch, dass er an Löss Wagen war. Vielleicht hat er Jakubowski gesehen. Herr Voss. Wird die Polizei endlich die schützen, von denen Sie ja auch bezahlt werden? Und wollen Sie endlich zugeben, dass der Mörder von Löss Islamist war? Nee, will ich nicht. Ich will Ihnen nur mitteilen, dass Rüdiger Löss mit einer alten Wehrmachtspistole der Marke Astra 600 erschossen wurde. Und dass wir wissen, dass Sie im Besitz einer solchen Waffe sind. Wo ist die? Wenn Sie uns die Waffe nicht vorlegen, dann müssen wir davon ausgehen, dass Sie Rüdiger Löss erschossen haben. Das ist absurd. Warum denn? Um Robert Krüger einen Gefallen zu tun. Dem Robert Krüger? Ich setze mich ehrlich für die Menschen hier ein. Die Krügers, das sind Rassenfanatiker. Das ist eine Nazi-Elite-Familie. Für die sind normale Bürger nur Material. Ja, aber dank Leuten wie Ihnen marschieren die normalen Bürger bald bei denen mit. Krüger steht auf der Spenderliste Ihrer Zeitschrift und zwar mit erheblichen Geldsummen. Und wen schon? Warum soll denn der Tod von Rüdiger Löss ein Gefallen für den alten Krüger sein? Weil Rüdiger Löss die Nazi-Elite verlassen wollte. Er wurde liquidiert. Und zwar vermutlich mit ihrer Waffe. Niemals. Der wollte niemals aussteigen. Hier, die hat er mir zuletzt geschickt.
zusammen mit einem messerscharfen Artikel über gewaltbereite Heiminsassen. Löss wollte, dass Sie die Fotos veröffentlichen. Natürlich. Der kam 1:1 aus Krügers Kaderschmiede. Der war selbst hinter irgendeinem angeblichen Volksverräter her. Dafür wollte er ja meine Astra. Und ich habe sie Rüdiger gegeben. Wie praktisch. Hinter wem war Löss her? Ich wollte es gar nicht wissen. Es ist ja auch egal jetzt. Es hat ja ihn erwischt. Genau. Und dafür werden wir Sie mit zur Verantwortung ziehen. Unsere Kollegen begleiten Sie jetzt zu Ihrer Waffenkammer. Mal sehen, was wir da noch alles finden. Christian, komm mit. Angenommen, Jakubowski sagt die Wahrheit, dann gibt's nur eine Person, hinter der Rüdiger Löss her gewesen sein könnte. Irma Pack, alias Irma Krüger. Dann war Löss Hilferuf und war halt eine Falle. Vielleicht hat sie Löss nach seinem Anruf doch getroffen. Und jemand ist hinzugekommen? Irgendjemand, der ihr ganz wichtig ist? Das würde Armats Spuren an dem Wagen erklären. Irgendwas passiert? Alles gut, alles ruhig. Hallo? Keiner da. Hallo? Ah, Herr Pack, wir suchen Ihre Frau. Weg. Wie weg? Wie ist sie denn an unseren Kollegen draußen vorbeigekommen? Polizei ist das? Sie haben uns Angst gemacht. Deswegen ist Irma hinten durchs Fenster raus. Und wo ist Ihre Frau jetzt? Herr Samir, haben Sie das Wohnheim an dem Abend verlassen, weil Irma rausgegangen ist und weil Sie Angst um sie hatten? Sie haben das Wohnheim verlassen, weil Sie von Ihrem Fenster aus sehen konnten, wie sie den Fotografen getroffen hat, mit dem Sie Streit hatten. Dieser Mann war gefährlich. Irma wollte mir nur helfen. Ach, Sie glauben, dass Irma sich ihretwegen mit Herrn Löss getroffen hat? Da muss ich Sie enttäuschen. Er war ein Freund von ihr, aus ihrer Nazi-Jugend. Irma? Nazi? Samir, was ist passiert an diesem Abend auf dem Parkplatz? Dieser Mann hier, kam der dazu? Nur Fotograf. Und Irma. Sie hatten keinen Verdacht, dass Löss wegen Irma den Container fotografiert hat? Ich habe befürchtet, dass sowas passieren wird. Vor 3 Wochen hat sie in einem Nazi-Blog gelesen, dass ihr Vater schwer krank ist. Sie wollte das genau wissen. Sie hat sich nicht aufhalten lassen. War sie zu Hause? Auf dem Krüger-Anwesen? Nein, in der Klinik, wo er behandelt wird. Leberkarzinom im Endstadium. Um an die Information zu kommen, musste sie sich ausweisen und der Arzt hat Agnes informiert. Dann haben Agnes und Irma sich getroffen. Nein, Irma ist gleich abgehauen, aber es war zu spät. Agnes hat gesehen, wie sie losgefahren ist. Wenn Agnes bei dieser Gelegenheit Irmas Kennzeichen erkannt hat, dann war es für Löss kein Problem, ihr Versteck zu finden. Sie hätte nie in die Klinik fahren dürfen. Sie wollte sich um ihren Vater kümmern. Das hat alles ins Rollen gebracht. Also wenn das meine Familie wäre, dann hätte ich jetzt eine Menge Klärungsbedarf. Los, komm. Agnes! Wo bleibt der Tee? Agnes! Entschuldige. Ist doch zu nichts nütze. Es zieht.
Ich will mit Vater sprechen. Dich braucht keiner mehr hier. Hast du mir deswegen Rüdiger geschickt? Damit er die Sache für dich zu Ende bringt? Arme Agnes. Immer noch so klein und feige. Du willst ein Herrenmensch sein. Du fickst Chinesen. Du verrätst alles, was unserem Vater heilig ist. Bin kommt aus Laos. Weißt du eigentlich, wie das ist? Wenn man einfach lieben kann, wen man will. Deine Einsichten interessieren mich nicht. Was ist da los, Agnes? Wer ist da? Na komm. Wie geht's dir? Willst du mich sterben sehen? Nein. Ich wollte dir was bringen. Den Speicherchip aus Rüdigers Kamera. Mit dem letzten Foto, das er gemacht hat. Was soll das? Bist du verrückt geworden? Weißt du, wer da drauf ist? Er hat mich fotografiert. Für Agnes. Als Beweis, dass er mich erwischt hat. Immerhin hat dich das nach Hause gebracht. Nein, ich komme nicht zurück. Ich will nur wissen, ob du davon gewusst hast. Agnes würde nie etwas hinter meinem Rücken tun. Das ist nicht ihre Natur. Deine Schwester konnte dir vielleicht nie das Wasser reichen. Aber sie weiß, wo ihr Platz ist. Den hat sie verteidigt. Ohne Sentimentalität. Dann kannst du das Ganze jetzt ohne Sentimentalität selbst zu Ende bringen. Hier. Vater, beeil dich. Worauf wartest du? Wir sind gleich da. Vater, du musst. Waffe weg! Die ist nicht geladen. Mörderin, du hast Rüdiger umgebracht. Rüdiger hätte mich erschossen, also bin ich ihm zuvorgekommen. Zuerst habe ich daran geglaubt, dass er meine Hilfe braucht. Aber ich war natürlich vorsichtig. Steig ein. Es war eine Falle. Er wollte, dass wir direkt losfahren. Aber erst hat er noch ein Foto von mir gemacht. Das ist für Agnes. Ich fahre nicht nach Hause. Nee? Na, das trifft sich ja gut. Da will ich auch gar nicht mit dir hin. Motor an. Er wollte mich nicht heimholen. Er sollte mich hinrichten. Aber dann war da plötzlich Ahmad. Helmer! Ahmad! Lass mich hier, Kaffee, Alter. Los, Aua! Finger weg von meinem Auto! Genommen und den Chip und meine Fingerabdrücke von der Kamera abgewischt.
Rüdiger hatte keine Chance. Ich war immer ein kleines bisschen erbarmungsloser als Rüdiger und Agnes und die anderen. Nein. Jetzt warst du feige. Gibst mir eine leere Waffe. Was für eine lächerliche Aktion! Feige war ich, weil ich nie über meinen Ausstieg gesprochen habe. Das werde ich jetzt ändern. Ihr Mann lässt übrigens ausrichten, dass das Amt für Migration der Einreise von Amats Familie zugestimmt hat. Hat der Vetter meinen Brief also bekommen? Anscheinend. Es gibt eben überall Leute mit Vergangenheit. Kommen Sie. Wir müssen Ihre Aussage zu Protokoll nehmen.